Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe bereits an einem Video zu der Aktion von Juri bzw. BBM gearbeitet, also die Tatsache, dass das komplette JBB 2018 geclaimed wurde. Nachdem ich aber das besagte Video schon komplett geplant hatte, wurde mir eine Story von Chapter One Music gesendet, in welcher aufgeklärt wurde, dass die Claims auf Wunsch von BBM entfernt wurden und dass das Ganze aufgrund eines automatischen Prozesses passiert ist. Julian kann also die Battles wieder online stellen und alles ist wieder gut. Aber ist das wirklich so? Es wird sich hier damit entschuldigt, dass ein automatischer Prozess schuld ist. Genau sowas passiert aber normalerweise innerhalb der ersten Sekunden, wenn ein Video hochgeladen wird. Von einem automatischen Prozess, welcher Massen an Videos von einem Kanal nach über 2 Jahren plötzlich claimen lässt, habe ich persönlich noch nicht gehört. Kann sein, dass es sowas gibt, aber klingt jetzt im ersten Moment erstmal unlogisch. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Chapter One Music komplett widersprechen will. Ich finde es lediglich ziemlich seltsam, dass dieser komische automatische Prozess ausgerechnet dann in Kraft getreten ist, als Julian die BBM-Jungs gedisst hat. Ich persönlich halte es für gar nicht so abwegig, dass Juri und BBM sehr wohl Manuel geclaimed haben, dann aber gesehen haben, dass der Gegenwind größer als erwartet war und das jetzt so vertuschen wollen. Wieso sonst hat sich Juri nicht einfach mal kurz persönlich zu Wort gemeldet? Halten wir aber mal fest. Das Ganze ist wirklich mysteriös. Wenn man das JBB-Intro hochlädt, wird es by the way nicht geclaimed. Ich habe außerdem Unmengen an Videos mit JBB-Inhalt und auch das Intro wurde locker schon 100 Mal bei mir eingespielt. Bei mir ist aber komischerweise kein einziger Claim entstanden. Bei Hi Blub Blub und Yantendo wurde übrigens auch kein einziges Video aufgrund des Intro-Beats geclaimed. Auf dem JBB-Kanal aber jedes einzelne? Das ist jetzt aber wirklich mysteriös. Aber gut, Leute, das war meine Meinung zu der ganzen Sache. So oder so freut es mich für die Teilnehmer und für die Zuschauer, dass die Battles wieder online gestellt werden. Julian hat sie bislang zwar noch nicht wieder veröffentlicht, aber vielleicht ist es schon passiert, während ihr das Video hier seht. Also, ja. Falls nicht, dann wird das bald passieren, denke ich. Leute, meint ihr, dass das Ganze wirklich aufgrund eines automatischen Fehlers passiert ist oder steckt da mehr dahinter? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich würde mich natürlich ansonsten wie immer über ein Like freuen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.